So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, letztes Mal sind wir mit Maggie gescheitert an dem Greedier Mode. Allerdings habe ich eigentlich ein recht gutes Gefühl und denke, wir werden da ganz gut durchkommen, wenn ich nicht gerade sowas wie Abaddon einsammle. Deswegen noch ein Part mit Maggie, um zumindest den Greed Mode mit ihr abzuschließen. Greedier Mode. Das wäre mir ein Anliegen. So, gucken wir mal, was kommt. Okay, hier ist nichts weiter Spannendes. Ich schätze mal, wir werden jetzt auch keinen Schlüssel gleich kriegen. Okay, wir würden hier ein Herz kriegen. Also das Problem ist halt, so richtig brauchbar sind jetzt so blaue Herzen nicht mehr, weil das halt alles weggeht. So, das geht alles weg. Naja, mal gucken. Es geht wie immer, der Anfang muss halt laufen. Und dann läuft der Rest. Wenn man nicht plötzlich Abaddon kauft. Na, ist klar. So, jetzt füllen wir uns erstmal schön auf. Dann brauchen wir auch das Yamhat nicht gleich einsetzen. Sehr schön. Aber wenn man halt die Herzen sich lässt, dann kommt man ja relativ gut an Herzen ran. Und auch Greed unten spawnt ja ständig Gegner, die Herzen droppen. Also wenn ich konstant es schaffe, dass halt Herzen in der Ebene rumliegen, so dann kann ich eigentlich ja nicht drauf gehen. Oh, das war wow. Alles ist kaputt gegangen. Und sie schlägt halt auch nochmal, wenn sie getroffen wird, schlägt sie nochmal so um sich und macht damit auch Gegner kaputt. Also eigentlich bekommt man mit ihr ständig an Herzen ran. Wenn man halt genug Herzcontainer hat. Also es ist schon wichtig, HP-Ups zu sammeln, würde ich sagen. Dass man mehr aufsammeln kann und aufladen kann. Das ist schon entscheidend und wichtig. Aber so insgesamt, denke ich, ist das wirklich... Also man hat mit Maggie, denke ich, dann gute Chancen, wenn man einfach viele Container hat. Deswegen werde ich gar nicht so ganz auf Satan-Deals gehen eigentlich, weil ich da die Container wieder hergeben muss. Außer ich habe halt zu viele, dann kann man die schon versuchen einzusetzen. Aber ich denke, je mehr man hat, weil die Herzen halt auch nicht lange rumliegen, ne? Man sieht's ja, immer das Gleiche. So, das habe ich gerade noch so erwischt. Jetzt erstmal Schlüssel und Itemraum. Erstmal Schlüssel und Itemraum. Ah, blödes Item. Ja, nee, der Schlüssel war leider jetzt Verschwendung, aber das weiß man halt vorher nicht. Na, das weiß man halt vorher nicht. So, aber jetzt haben wir hier auch wieder ganz viele kleine Fliegen, die da spawnen und dadurch kriegen wir die ganzen Herzen zusammen. Die natürlich wieder weggehen, ist klar. Also egal. Das ist ja egal. Einfach verflucht. Aber du kannst mit Maggie eigentlich nicht. Also ich weiß nicht wie. Ich sehe nicht, dass man mit Maggie irgendwie knappe Herzen bekommen kann, wenn man die Container halt voll, also wenn man genug Container hat. Weil selbst wenn du getroffen wirst, du kannst halt aufladen wieder. Also fast jeder Treffer sorgt dafür, dass du wieder Herzen bekommst. Fast jeder. Nicht ganz jeder, aber fast. Na hier, zack, 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 und ich bin schon wieder voll. Obwohl ich jetzt mehrfach getroffen wurde. Das ist schon interessant. Und das Yamhat versuche ich gerade aufzuheben, dass ich auf jeden Fall eine Möglichkeit habe, den Stachelraum zu betreten. Den Curse Room. Weil mit den Herzen, die ich hier habe, die verschwinden halt dann zu schnell. Und an das Herz hinter der Vase komme ich nicht ran, weil ich keine Bomben habe. Sonst wäre das natürlich eine Option. Ich kämpfe gerade nur gegen die Fliegen, ne? Das ist ziemlich dumm. Kümmern wir uns erstmal um den Kollegen da oben. Interesse halber, was passiert, wenn ich einfach in den reinrenne? Mache ich dem nicht... Wow!
Habe ich den mit so viel Schaden gemacht oder war das jetzt, war der einfach schon böse vorgeschwächt? Also was hat sie an Kontakt, also dieser Kontaktschaden, den sie irgendwie auch eben hat, den habe ich noch nicht ganz durchblickt, wie der funktioniert. Das muss ich leider zugeben, den habe ich noch nicht ganz durchblickt. Aber er ist ja existent. Ach, verflucht. Aber es ist egal. Selbst wenn ich jetzt so, wenn es jetzt so endet, ist es in Ordnung. Also nicht endet, aber wenn der Kampf so endet, meine ich. Ne? Weil jetzt kann ich Yamhat einsetzen. Und hab hier das erste Herz, was weg ist. Hab hier eine Pille. Lockdown ist nicht so gut. Oh, okay. Ja, jetzt ist natürlich dann ein anderes Herz noch. Okay, das, jetzt ist doch nicht das Herz weg. Aber das schwarze Herz werde ich jetzt halt wieder nicht behalten können. Ja, jetzt geht das natürlich weg. Aber gut, so, Last. Wow, der ist wieder super schnell. Und da ist er schon weg. Ich habe das Gefühl, Mackie hat einen extremst krassen Selbst... Also, ne, dass die selber Schaden macht, wenn sie Gegner berührt. Und zwar enorm. Da muss irgendwas muss da am Start sein. Ach Mensch, was mache ich denn? Das ist jetzt dumm. Wenn jetzt keine Herzen spawnen, dann ist es dumm. Ja, okay, immerhin. So. Da gehen wir nicht rein. Aus Gründen. Ja, was kaufen wir denn jetzt? Also, Pyjamas ist halt irgendwie Quatsch. Der Cube ist vielleicht sinnvoll. Nee, wir kaufen einen Schlüssel und gehen weiter. Ganz ehrlich, wir kaufen einen Schlüssel und gehen weiter. Hier ist nichts Brauchbares für mich, also gehen wir weiter. Ich muss doch nicht immer was kaufen auf Zwang. So. Also es könnte halt sein, dass ich diese Möglichkeit, dass sie Schaden macht, wenn sie Gegner berührt, dass ich die noch nicht so nutze, wie man sie nutzen sollte. Das ist gut möglich. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, das war ein cooles Item. Dafür brauchen wir aber halt enorm viel mehr Luck. Und wir haben jetzt erstmal einen Luckdown bekommen. Das ist nicht so gut. Okay, das kann ich direkt einsammeln. Jetzt würde ich fast an ihn hier rangehen, wegen HP-Abgeschichte, ne? Okay, eine Bombe wäre auch eine Geschichte. Haben wir hier Bomben? Ja, wir haben eine Bombe. Dann gehen wir da schon mal rein. Muss ich nur gucken, wenn jetzt blaue Herzen kommen. Nein, kommen nicht. Okay, das ist auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann genau bezogen auf den Greed-Mode funktioniert, aber ist auf jeden Fall interessant. So, jetzt holen wir uns hier das HP ab. Also, falls es eins wird, wenn es was Dummes wird, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja, okay, perfekt. Und dann gehen wir damit aber natürlich direkt in den Kampf, sonst sind die Herzen wieder weg. Und wenn ich nachher mal genug Herzen habe zum Testen, würde ich mal mit den Herzen, die ich habe, in den Boss einfach reinrennen und gucken, was das an Schaden macht. Wir müssen es mal testen. So, es hilft nichts. Wir müssen es mal testen. Ich glaube, diese Lethal Hugs oder so sind das, die halt wirklich dem Gegner böse Schaden machen können. So wirkt's auf mich zumindest. Ich weiß es nicht. So, jetzt verlieren wir Herzen an Herzen. Und jetzt aber schnell Herzen sammeln. Sehr schön. Ah, das war nicht so schön. Da sind Herzen, da ist ein... Nicht so hingekommen. Yamhat wäre wieder einsatzbereit, aber wir warten damit. Weil solange ich Herzen... Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Die hat so eine Peitsche oder was das ist? Wie diese Gegner in Dings. Diese Gegner in der neuen Marm-Ebene. Diese Viecher da. Das ist eigentlich wirklich, es wirkt ähnlich. So, gleich weiter. Wo ist denn der Boss? Hab ich versehentlich die Phasen gestoppt? Oha, ich habe die Phasen gestoppt oder was? Habe ich gar nicht bemerkt. Bin ich da drüber gelaufen? Dachte, ich bin fertig. Aber nee, die Anzeige ist auch 7 von 11. Oha, ich habe die Phasen gestoppt. Das war natürlich dann dumm. Und nicht mein Plan. Absolut nicht.
So, jetzt aber. So, wir testen mal reinzulaufen. Hat es viel Schaden gemacht? Naja. Konnte nicht so ganz beurteilen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ach Mist. Aber es macht auf jeden Fall Schaden. Man sieht, dass die darunter leiden, wenn ich die berühre. In welcher Form auch immer. Na komm, setz mal das Yamhat ein. Wozu haben wir es denn? Ach, dumm. Ah, ja, ja, ist okay. Das meine ich. Seht ihr, ich gehe rein und ich mache den komplett kaputt und kriege aber auch die Herzen wieder zurück. Genau das meinte ich. Ich gehe rein und ich mache den einfach... Ich meine, ich kann jetzt einfach so hingehen und die kaputt machen, weil es egal ist. Es juckt nicht. Seht ihr das? Es sind ja Herzen, die sowieso weggehen nach einer Weile. Ja, das war jetzt dumm. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe ein bisschen arg viel verloren. Das war jetzt ein bisschen ungeplant. Ja. Ja, gut, das könnte jetzt, wenn du dir kein Herz spawnst. Ah, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen auf den Kollegen da oben. Wie ich jetzt an den rankommen soll, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das gebe ich gerne zu. Ja, ich hab genau befürchtet, dass dieser Kreis mich treffen wird. Ja, ist okay, war dumm. Aber grundsätzlich würde das so funktionieren. Oh shit, jetzt ist schon das Ding so aufgeladen. Das ist jetzt nicht gut. Ah, das hätte ich vorher, das hätte ich später einsammeln. Das hätte ich später einsammeln. Ja, gut, dann gehen wir hier durch. Nee, ich habe keinen Schlüssel, ich kann nicht da durchgehen. Dann gehen wir hier kurz durch. Ja, dann machen wir es halt so. Und ich habe schon gesehen, hier gibt es wieder ein HP ab. Das ist sehr schön. Ich versuche jetzt mal wirklich einfach reinzugehen in die Gegner. Und mal gucken, ob das am Ende sinnig ist. Weil solange ich meine Herzen immer wieder zurückbekomme, kann ich eigentlich so kämpfen. Seht ihr das? Wie viel Herz ich einfach zurückbekomme? Ich kann einfach reingehen. Es juckt nicht. Ich bekomme sogar mehr Herzen, wenn ich das mache. Also ich bekomme immer wieder Herzen, wenn ich das mache. Was ist das für eine Art zu kämpfen? Und da gilt natürlich jetzt eben auch, je mehr Möglichkeiten ich habe, die Herzen zu füllen, umso besser ist es ja dann für mich. Die sind zwar nur ganz kurz da, aber sie sind ja da. Okay, jetzt ist schon dumm. Jetzt habe ich wieder zu viel verloren. Jetzt machen wir mal das Yamhat dazu. Ist das dumm, mit Maggie so zu kämpfen? Schon, ne? Ich glaube schon ziemlich dumm, so zu kämpfen. Also, aber man kann halt auch so kämpfen. Sagen wir es mal so, man kann auch so kämpfen. Ich glaube, es ist nicht das, der Weg, wie man kämpfen sollte, aber man kann auch so kämpfen. Okay, hier hätten wir Batterie-Item. Das wäre schon mal eine Geschichte. Vor allem, weil ich wissen will, ob das Yamhat auf Batterie-Items reagiert. Oder ob das außer... Konkurrenz ist. Oh, das ist natürlich okay. So, bevor dieses Herz weg ist, nutzen wir es, um hier reinzugehen. Ja, okay. Ah, shit. So, ciao.
Nein, das war jetzt dumm. Also entweder wir kriegen jetzt von den Gegnern wieder Herzen zurück oder ich muss ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich sollten die Fliegen was spawnen können. Also sind es halt nicht sehr viele. Also hier jetzt, hier jetzt auf die Art und Weise reinzugehen, ist glaube ich nicht so das Klügste. Da sollte ich mich schon ein bisschen zurückhalten, denke ich. Nice. Nice. Weil die Herzen kommen ja scheinbar nur, wenn ich die auf die Art und Weise kaputt mache. Wenn ich die nur angreife, also getroffen werde, kommen die Herzen ja scheinbar nicht. Deswegen muss ich da aufpassen. Aber ich sehe das schon richtig, dass aufgrund dieses Items Heal More jedes HP-Up noch stärker die Herzen auffüllt, als es normal tun würde. Richtig? So, habt ihr das ge... Alter! Das hat böse Schaden gemacht. Ich habe dieses eine halbe Herz jetzt genutzt, um einfach den Schaden hier zu machen. So, jetzt nehme ich das HP... Ach so. Ich wollte die Batterie austesten. Wir müssen die Batterie austesten. Ich würde das ja HP-Up gerne nehmen, aber wir müssen die Batterie austesten. Ja, okay, es wirkt sich aus. Sehr gut. Checkt ihr, was ich meine? Ich hab praktisch ein Herz geopfert und habe den damit einfach, ja, gekillt. Bin einfach reingelaufen. Natürlich checkt ihr, was ich meine. Warum tue ich immer so, als wäre ich jetzt der, der das so rausgefunden hätte? Ihr kennt es ja schon sogar. Also meistens. Außer hier gucken auch noch Leute zu, die sich nicht so mit Isaac auskennen. Dann ist das eine andere Sache. Das war blöd. Ich hätte gern mein normales Herz zumindest wieder. Optimal. Gut, so. Ja, und das Yamhat füllt sich jetzt schneller auf. Ich meine, das HP-Up kann ich mir jetzt leider nicht mehr leisten. Das ist ärgerlich. Den Schlüssel komme ich auch nicht ran. An die Truhe komme ich auch nicht ran. Aber ist okay, wir gehen einfach weiter. Vielleicht kriege ich ja noch zwei Münzen. Sieht aber nicht danach aus. Nö. Okay. Und mit dem Messer mache ich jetzt ja auch nochmal zusätzlich Schaden. Habe ich gerade komplett vergessen. Natürlich, das Messer durch das Reinlaufen macht jetzt ja auch nochmal Schaden. Jo, okay. Schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir sehr gerne mit. Okay, hier sind Dinge passiert. Ach ja, okay, da liegt ein Schlüssel. Ja, gut. Das ist alles irgendwie nicht so mein Ding. Muss ich gestehen. So. Eine Runde, dann ist das direkt aufgeladen, das Yamhat. Dann können wir da gleich reingehen in die Masse. Zack. Da geht schon der Kampf los. Zack. Und jetzt hauen wir die wieder so weg. Zack. Und sobald ich mit jeder Variante, die ich hier mache, meine Herzen zurückbekomme, kann ich auch so reingehen in die Gegner. Jetzt habe ich keine Herzen bekommen. Also es ist schon riskant. Ich sollte normal spielen, aber ich weiß sozusagen, dass ich es grundsätzlich auch so machen kann. Also dass ich... Ich muss jetzt nicht mega Angst haben, den Gegner zu berühren. Ich muss jetzt nicht so auf mega... mega entfernt spielen. Ich habe teilweise halt das Gefühl, es geht sogar schneller und man kriegt halt, wie gesagt, diese Herzen dann wieder. Oh, weia! Das war jetzt energietechnisch wieder nicht so geil. Aber ist okay. Aber jetzt lädt sich unser Yamhat noch schneller auf. Das ist in Ordnung. Wir bräuchten jetzt noch sowas wie... Also, Dings zu haben, die Habit oder so, das wäre jetzt halt insane. So, du nimmst Schaden und das Yamhat füllt sich einfach auf. Also, das ist doch dann ein Instant Win. Also, Das ist doch ein Instant Win. Oder auch einfach so Sachen, du machst Gegner kaputt und das Yamhat füllt sich auf. Also, irgendwelche weitere Batterie-Items. Ist doch schon ein Instant Win. Weiß nicht. Wie seht ihr das?
Ich sehe das so. Bringt mir Mums Key auf der Ebene was? Ich meine, es ist so Better Loot Chests, ne? Wann haben wir Chests? Eigentlich nicht wirklich. Aber wir waren im Itemraum noch nicht drin. Ich muss erstmal den Schlüssel kaufen. Nevermind, ich muss erstmal den Schlüssel kaufen. Eigentlich müsste ich weiterkämpfen. Oh mein Gott! Alles klar. Das war's dann auch mit dieser Geschichte hier. Ja, ja, also jetzt haben wir gewonnen. Also jetzt haben wir gewonnen. Ich werde einfach kein dummes Item mehr einsammeln. Und alles ist cool. Kriegen wir auch noch einen leckeren Engelraum. Die Treffer sind egal, weil die Herzen eh verschwinden mit der Zeit. Kann mir alles wurscht sein. Wir haben den Dolch, wir haben die Dings wieder, die Harbingers-Viecher. Und wir haben die... heißt das Ding Mitre? Ich glaube, das Ding heißt Mitre. Ja, das Ding heißt Mitre. Red Heart Drops into Soul Hearts. Ich glaube, ist gar nicht so dumm, weil es ja zusätzlich dann die Soul Hearts auffüllt. Und wir droppen ja recht viele Herzen. Und es ist eines der Seraphim-Items. Die anderen sind, glaube ich, alle keine Seraphim-Items, die hier liegen. Also der Dolch, es heißt nicht Dolch, aber ist egal, Spear of Destiny, ist kein Seraphim-Item. Und das andere ist dieses Harbingers-Ding. Das ist an sich auch in Ordnung. Das würde ich grundsätzlich schon auch mitnehmen. Aber ich denke, in dem Fall ist Mitre effektiver. Das zählt nämlich auch nicht als eines von den Seraphim-Items. Und so ein Seraphim-Dings wäre schon eine Geschichte. Ich würde jetzt erstmal das Mitre-Ding mitnehmen und hoffen, dass die ganzen Herzen, die ich droppe, dass die eben zu Soul Hearts werden. Nicht sicher, ob es so funktioniert. Keine Garantie, ne? Aber ich denke schon. Waren wir im Ding schon drin? Nein, dann gehen wir da jetzt noch rein. Wir haben ja eh Herzen übrig. Vision. Setzen wir das gleich ein. Okay, hier war nix. Das Herzchen hole ich mir zum Schluss. Vielleicht kann ich es noch irgendwie effektiv mitnehmen. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt... Nee, hiervon kaufe ich jetzt. Ich weiß halt nicht, ob Mums Key... Lass mich das nochmal kurz lesen. Ob da irgendwas zum Greedier Mode drin steht. Mums Key. Better Loot Chest. Ich krieg halt zwei Keys. Also ich krieg eh schon zwei Schlüssel dazu. Ich meine, wir werden kaum Kisten bekommen. Aber to be honest... Ich krieg halt eh zwei Schlüssel, dann kann man das auch mitnehmen, denke ich. Okay, jetzt nehme ich das Herz und jetzt schaue ich, dass ich hier verschwinde, aber das werde ich nicht schnell genug schaffen. Dass das Herz dann noch irgendwie für mich effektiv ist. Oh, sehr nice. Und da hoffe ich, dass diese Herzen, die hier droppen, dass die halt die Chance jetzt haben, auch zu Soul Hearts zu werden. Das wäre cool. Weil dann könnte ich noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr sammeln. Selbst wenn ich voll bin, könnte ich immer noch weiter sammeln. Das ist der Gedanke dahinter. Lasst mich ganz kurz. Ich glaube, das ist, was ich will. Ich glaube, das sind zielsuchende Schüsse. Ich glaube, die sind zielsuchend. Ich will jetzt nur sicher gehen, dass das nicht ist, dass ich querschieße. Ich glaube, querschießen war das andere Ding. Ich glaube, das ist, was ich möchte. Ich glaube, das ist, was ich möchte. Ich gebe jetzt einfach mal Homing ein und gucke, ob dieses Item auftaucht. Nein, dieses Item taucht nicht auf. Stimmt, der Spoonbender macht Homing. Dann ist das doch dieser Blödsinn, der mich so querschießen lässt, oder was? Double Whist Shot. Fires two tiers at once diagonal. Ach ja, es ist doch der Müll. Es ist doch der Müll. Ich glaube, in Kombination mit den Sensen wäre das gar nicht so mega schlimm. Aber ich würde es jetzt nicht riskieren. Bin ich ganz ehrlich. So.
Da haben wir ein HP ab. Das wäre auf jeden Fall was, was wir kaufen müssten. Alles andere kann hier liegen bleiben. Machen wir gleich den... Wir machen gleich den Dings hier unten. Wir machen gleich den Kollegen hier. Ja, nee. Was ist denn das für eine... Die Ebene ist itemtechnisch kompletter Müll. Bis auf das HP ab. Aber ansonsten ist die Ebene itemtechnisch kompletter Müll. Okay. Das Gute ist, wir können gleich das Yamhat einsetzen und dann ist erstmal alles in Ordnung. Und dann gucken wir mal, ob meine Theorie funktioniert und wir jetzt hier auch noch zusätzlich blaue Herzen bekommen. Das wäre ja sehr wünschenswert. So nicht. So auch nicht. Ah nee, Mann. Ah, ich kann schon wieder einsetzen. Da muss ich drauf achten. Ich kann es jetzt schneller einsetzen. Das sollte ich dann noch tun. Aber bisher kommen keine blauen Herzen raus bei den Red Heart Drops. Vielleicht zählen die nicht als Red Heart Drops im eigentlichen Sinne. Das kann natürlich sein. Dann haben wir trotzdem ein Seraphim-Item erstmal eingesammelt. So, jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt können wir es auch jederzeit wieder einsetzen. Also man kann es recht schnell wieder einsetzen. Die Sensen sind schon sehr genial. Kann man nicht anders sagen. Kämpfen wir gleich weiter, weil solange ich die Herzen hier habe, kämpfen wir weiter. Und das HP-Up kaufe ich zum Schluss, weil das müsste mich wieder komplett fast auffüllen. Aua. Deswegen, ja, ich denke, das passt dann schon so. Weil jetzt das HP-Up kaufen, wenn die Herzen eh voll sind, ist Schwachsinn. Also so erscheint es mir zumindest, dass das dann Schwachsinn ist. So, ich hoffe auf einen Engelraum natürlich. Ich würde zwar in den Satan-Deal reingehen, aber ich weiß nicht, ob ich den Satan-Deal machen würde. Ich meine, gut, wir kriegen HP-Up hier zurück. Wenn es ein gutes Item ist, dann kann man das schon opfern. Wir werden sehen, was kommt. Brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden, wir werden sehen, was kommt. Ach Mensch. Ach, lass dich halt nicht von allem treffen, du Volltrottel. Ach, was... Dummkopf, echt. So, Abflug jetzt hier. Ach, wir haben noch gar nicht den... Okay, dann kann ich jetzt aber doch, bevor ich das kaufe... Dann kann ich jetzt doch vorher das HP abholen, weil dann haben wir das für den... Deal-Kampf. Das ist okay, das müsste mich jetzt voll heilen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Aber genau das ist, was ich meinte. Aber wir haben jetzt halt hier keine kleinen Gegner, also hier nützt es mir jetzt nichts, dahin zu gehen und die anzugreifen, weil ich dadurch nicht den Effekt habe, dass der mir Herzen zurückgibt. Ach, Scheißdreck. Ich lasse mich schon wieder viel zu viel treffen. So, aber das war's. Bitte Engel, bitte Engel, bitte Engel, bitte Engel. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Engelraum! Vision kann man gleich einsetzen. Wobei, Vision habe ich vorhin eingesetzt, ist nichts passiert. Habe ich da nicht drauf... Ich habe da, glaube ich, einfach nicht drauf geachtet, ne? Ah, jetzt... Ach, ich habe aber keine Bombe, ich bin ein Vollidiot. Gewehrbombe. Wenn ich da noch rankommen würde, hätte ich eine Bombe, aber ich komme an keine Bombe mehr ran. Ja, scheißen Track. Ich komme an keine Bombe mehr ran, ne? Nee, hier ist nichts mit Bombe, hier ist auch nichts mit Bombe. Ja, RIP. Eins ist umsonst eingesetzt, ist okay, kann ich mitleben. Gut. Damage ist noch nicht so ganz so geil, muss ich gestehen.
Okay, alles klar. Danke. Das Spiel hat mich erhört. Finde ich gut. Kann man auch mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, der Schlüssel war gleichzeitig ein Lack-up. Sehe ich das richtig? Sind wir noch in dem Run, wo ich die Spritze hatte? Nein, sind wir nicht. Da bin ich gestorben. Stimmt, da bin ich gestorben. Okay. Aber ich glaube, der war gleichzeitig ein Lack-up. Würde ich mitnehmen. Ja, hier kommen wir ewig ran. Ach, es ist doch... Also, bombentechnisch läuft es hier auch nicht gerade so geil. Okay, aber jetzt gehen wir direkt aufs Yamhard. Setzen es ein. Jetzt machen wir auch noch zusätzlich schön Schaden durch irgendwelche... Ah, wobei, wir setzen jetzt ja diese Bomben. Vielleicht kriege ich da... Oh, nice. Krieg ich damit ein bisschen was zusammen an Stuff. Aber guck mal, jetzt gehe ich erstmal wieder so in die Gegner rein. Ach so, okay, ja, dadurch... Okay, dadurch verliere ich natürlich das blaue Herz sofort, wenn ich das mache. Habe ich vergessen? Habe ich nicht bedacht? War dumm, sorry. War ein bisschen dumm. War ein bisschen dumm. Aber jetzt sind wir im Prinzip voll, ne? Jetzt kann ich hier einfach mal ein bisschen kämpfen. Und das Yamhard ist wieder einsatzbereit. Sobald zwei Herzen runter sind, kann ich es wieder einsetzen. Und alles ist cool. Das ist halt das Nächste. Je mehr Herzcontainer wir haben, umso länger halten die Herzen ja auch. Wenn man nicht gerade in die Gegner reinrennt, die böse Schaden machen. Oh Gott! Beispiel ihr. Hilfe. Ah, das ist ein scheiß Auge. Okay, mach mal kurz die Geschichte hier. Zwei Schlüssel ist okay, cool. Mehr kann ich jetzt aktuell eigentlich... Ah, will ich das kaufen? Eigentlich will ich es nicht kaufen. Eigentlich will ich es nicht kaufen. Nee, ich sehe da jetzt keine mega Bewandtnis drin, das zu kaufen. Oh Gott, ich muss auf meine Herzen. Guck hin. Scheiße. Kannst du jetzt mal einen Abflug machen, Kollege? Treffe ich den überhaupt? Ah, nein, 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 nein! Nicht da reinrennen, nicht da reinrennen. Da reinrennen ist ganz dumm. Nein! Böse. So, es ist nur noch er übrig. Der kann eigentlich nur hier auftauchen, ne? Und halt seinen kleinen Müll machen. Zum Beispiel das da. Was aber okay ist, weil das gibt mir wieder Herzen. Das ist auch okay. Ja, mehr kann er nicht. Ja, mehr kann er nicht. Wäre schön, wenn wir wieder unsere zwei Herzen voll hätten. Dann würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Das sollte aber gleich möglich sein. Aber ich war schon wieder gerade ganz kritisch dran. Also man kommt schon schnell mit den Herzen weg. Ich könnte jetzt an so ein Viech wieder direkt rangehen und hoffen, dass es mir direkt Herzen gibt. Aber es ist halt riskant mit einer halb. Okay. Ja! Gerade hatten wir unsere Herzen wieder zusammen. Dann passiert das hier. Sehr schön. Ach Mann, hör doch auf mit der Kacke. So kriege ich dich nicht. Muss ich halt so machen. Jetzt. Ja, sehr schön.
Mach dich weg. Danke. Das hat viel zu lang gedauert. So. Ich meine, ich könnte rerollen für ein paar Münzen. Aber so wirklich, ich bin nicht wirklich motiviert, jetzt zu rerollen. Muss ich ganz ehrlich schon wieder sagen. Schlüssel haben wir, das ist okay. Yamat kann man direkt einsetzen, das ist auch okay. Okay. Die sollten keine Probleme darstellen. Na, der Erste müsste doch bald einen Abflug machen. Oder passt er die... Ja, okay. Die haben relativ zusammengehört. Aber ja, ich habe die recht einheitlich immer getroffen. Das ist schon richtig. So, tschüss. Ja, natürlich wieder Satan-Deal. Was soll's. Okay. Gabis Paws sieht interessant aus. Aber Problem ist halt, blaue Herzen kriege ich nicht zurück, wenn sie weg sind. Ansonsten haben wir noch dieses Dings-Item. Ich glaube, ich würde Gabis Paw mitnehmen, wieder so für den Notfall. Na, so die letzte Raison sozusagen. Wenn alle Herzen leer sind, dass ich dann halt blaue Herzen draus mache. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Damit habe ich mir jetzt zwar weitere Engelräume verbaut, aber wie gesagt, ich glaube, das ist in Ordnung. Schlüssel haben wir eigentlich jetzt ausreichend. Wir kriegen jetzt noch Sheol und dann kommt der Shop. So, wir brauchen keine weiteren Schlüssel mehr. Wir können weitergehen. Wir gehen erstmal weiter. Ach so. Ach so, bin dumm. Könnt ihr hier rumlaufen, bis der was legt? Ja, so nicht. Er sollte es schon hier hinlegen. Muss ich dafür schießen oder muss der. Kann ich einfach nur. Ich weiß es nicht. Ich schieß mal gleichzeitig. Oh mein Gott! Dann mache ich es halt so. Oh lol! Ja, dann sage ich Tschüss, Gabis Paw. Oh, und das ist Judas Zunge, ne? War das jetzt was mit Herz oder war das jetzt was mit dem Satan-Deal? Ja, das war was mit dem Satan-Deal. Nehmen wir mit, weil wir eh noch Satan-Deals bekommen. Nehmen wir mit. Und der schießt mir dann jetzt... Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, dann, sorry, dann war Gabis Paw leider ein Fehlkauf. Kann es nicht ändern. Jetzt können wir das auch noch mitnehmen hier. Das nehmen wir jetzt nicht mehr. Ich meine, gut, ich könnte es einsammeln und einmal kurz hier Gabis Paw. Wobei, nein, ist vor. Nein, nein, wenn ich das jetzt einsammle, liegt da der Sprinkler und dann wird der auch rerollt. Das will ich nicht. Ich wollte eigentlich nur Gabis Paw rerollen. Aber das funktioniert dann so ja nicht. Ja, das funktioniert dann so ja nicht. Okay, ich denke, wir gehen jetzt erstmal weiter. Der Sprinkler ist cool. Das ist auch cool. Jetzt aber schnell, weil wir jetzt... Oh mein Gott! Ach, scheiße. Ich hoffe, das war's wert.
Puberty. Okay, da ist ein großes HP ab. Das können wir eigentlich direkt nehmen. Oh, okay. Tainted Maggie plus Dingens. Was kann das? Was kann der Vertrag mit Tainted Maggie? Wenn er überhaupt was kann. Birthright. Adds one extra real hard container that doesn't deplete. Give me that. Das ist ein echtes HP up. Oh mein Gott, danke. Und das hier werden wir uns dann nachher noch holen. Auf jeden Fall. Die Leber werden wir uns sowas von snacken. Schmeckt. So, jetzt schmeckt erstmal der Kollege hier. Und jetzt ist ja das Schöne, der lädt sich jetzt ja auch schnell auf. Na, den kann ich jetzt ja auch wieder öfter setzen. Also nicht nur das Yamhat kann ich jetzt ja wieder öfter einsetzen, sondern ihn ja genauso. Und diese Dinger sind einfach das Gewinner-Item in diesem Modus. Du malträtierst mit denen einfach alles. Das ist insane. Oh mein Gott, was ist das hier für eine Phase? Die Phase ist halt gerade echt anders übertrieben. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt natürlich drin bleiben hier im Kampf. Ist klar. Weil jetzt sind ja die Dinger da, sonst sind die wieder weg. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem, hier zu bleiben. Ganz im Gegenteil. Also jetzt bin ich wirklich erst recht guter Dinge. Und mit Judas Zunge können wir jetzt auch den schönen Satan-Deal machen. Selbst teure Items kosten jetzt weniger. Das ist doch alles fantastico. Ah, Mensch. Ich renn überall rein, ne? So traurig. So, Abflug. Okay, Damage up würde ich direkt mitnehmen. Alles andere kann eigentlich liegen bleiben. Ne? Ich glaube, dieser rote Kringel ist dieses Aufladedings gewesen. Mit diesem schwarzen Kreis, den man dann um sich hat. Genau, Consume the Enemy ist das. Nicht schlecht, aber weniger, was ich suche. Damage Up ist auf jeden Fall wichtig. Das müssen wir in jedem Fall mitnehmen. Oh, es gibt sogar ein Soul Heart. Hab ich gar nicht realisiert. Es gibt sogar ein Soul Heart. Dann... Ja. Ich denke, das ist... Huch, was habe ich jetzt angeklickt? Ah, ich habe mich verklickt. Moment, so. Und das andere ist... Nochmal kurz nachgucken. Was ist das eigentlich? Das habe ich schon öfter gesehen, aber ich glaube, das ist sogar... Nee, es ist kein Repentance-Item. Aber es ist auch kein ganz altes. Das ist irgendwas dazwischen. Ja, genau, es ist Afterbirth. Plus zwei Blackhearts... Wenn Isaac hat keine roten Herzen, ja, wenn Isaac keine roten Herzen mehr hat, gibt dieses Item die Möglichkeit zu fliegen. Ah ja, ja gut, aber das ist natürlich Blödsinn. Das ist natürlich Blödsinn, weil das kann man nicht, ist Quatsch. Das kann man nicht gebrauchen. Okay, ja, ich würde sagen, dann sollen wir beide nehmen? Sollen wir More of the Void und Dings nehmen? Ich meine, ich kriege ein ordentliches HP-Abgleich. Eigentlich spricht nichts dagegen, oder? Aber setze ich More of the Void ein,
ich werde es wieder verpeilen. So, das ist das Ding. Dann lade ich es immer auf und verpeile es einzusetzen. Nee, ich nehme nur das Damage ab mit. Das ist in Ordnung. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So. Dann einmal schnell das HP ab und dann Abflug, ne? Dann haben wir alles hier. Ich meine, jetzt bin ich nicht in den Dings reingegangen. Aber ist auch in Ordnung, muss ich jetzt ja auch nicht noch. Ach komm, wir rennen kurz rein. Das heißt, das Schwarzherz ist eh dann gleich weg. Das Schwarzherz ist dann. Oh, nee, das wollen wir nicht. Ja, okay, perfekt. Dann kommen wir hier einfach wieder ohne Schaden raus. Dann ist es eh egal. Gut, mehr kann ich hier nicht tun. Passt, Abflug. Ich könnte jetzt mit den Bomben noch rumwurschteln. Will ich jetzt nicht weiter. Ist in Ordnung. So. Okay, nein, hier Feuer angreifen ist Schwachsinn. Wir gucken ganz kurz hier rein. Bombe, HP ab, würde ich mir kaufen. Alles andere relativ nutzlos. Okay, wir kämpfen erstmal. Und wir haben ja auch noch, ich habe ganz vergessen, wir haben ja auch noch die Psyfly eingesammelt. Die ist natürlich auch nochmal anders lecker. Wie rede ich eigentlich schon wieder? Sorry. Ach, renn halt nicht überall rein, Vollidiot. Alter! Wenn du die Viecher einfach nicht siehst und die überall angreifen, das ist schon immer... Uff. Sehr schön. Weiter geht's. Ah, Mann! Ich hasse das, wenn überall diese Dinger rumfliegen. Da komme ich nicht klar. Ja, genau deswegen! Sheesh! So, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Dort war das Böse. Oh! Ich würde ja fast gern erstmal Herzen jetzt auffüllen, bin ich ganz ehrlich. Sollen wir in den Kampf reingehen oder geht es schief? Na komm, wir gehen in den Kampf rein. Mit Glück kriege ich ein paar Herzen am Anfang. Und es sind nicht... Nee, es ist nicht so schlimm. Die sollten wir hinkriegen, die Gegner. Aber es war jetzt insgesamt schon ein bisschen kritischer, muss ich sagen, hier, ne? Es war jetzt insgesamt schon ein bisschen kritischer, hier zu kämpfen. Ah, scheiße. Okay. So, was haben wir jetzt hier drin? Ah, nichts, was ich wirklich gebrauchen kann, wenn wir mal ehrlich sind. Weil Book of Belial ist cool... Aber ich will ja den Sprinkler setzen. Wobei, ich kann nur einmal den Sprinkler setzen, richtig? Ich kann ihn ja nicht öfter setzen. Der lädt sich ja nicht doppelt auf wieder unten. Wobei, geht er nochmal... Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich den unten überhaupt mehrfach setzen im Moment? Der erste Raum lädt ihn einmal auf... Nicht, dass ich den nachher gar nicht setzen kann. Das wäre dumm. Stimmt, ich kann gar nicht ganz viele Sprinkler unten setzen. Ich kann unten gar nicht ganz viele Sprinkler setzen. Das kommt mir jetzt erst. Vielleicht wäre das Buch dann doch besser.
Vielleicht wäre das Buch dann am Ende doch besser? Nee, ich nehme das Buch jetzt mal nicht mit. Hier ist ja noch ein HP-Up gewesen. Okay, mit der Batterie könnte ich mindestens einen Sprinkler setzen. Also einen Sprinkler kriege ich unten gesetzt. Jetzt das HP-Up kaufen ist Pflicht. Aber das muss ich zum Schluss eigentlich kaufen. Ich müsste erst die Batterie kaufen. Nee, wobei... Weil halt die Herzen gleich wieder zurückgehen, das ist das Problem. Aber eigentlich, der Typ unten spawnt ja so viele Herzen. Ich will eigentlich... Eigentlich müsste ich genug Herzen einsammeln können bei dem Schlusskampf. Was kommt jetzt hier nach? Karten. Das ist jetzt Schwachsinn, die brauche ich nicht. Die brauche ich halt echt nicht. Ja, dann nehmen wir noch die Batterie und dann hauen wir halt ab. So, was... Oh, ich hab... Wait, ich hab Jera nicht eingesetzt. Dann kann ich hier auch einfach die Karte noch mitnehmen. Ja, die brauche ich nicht. Aber... Das Herz noch und... Oh, die Kiste kriege ich noch. Oh, lol. Das nützt mir jetzt aber auch nichts mehr. Na, ja, das nützt mir effektiv jetzt auch nichts mehr. Ja gut, gehen wir. Ich wüsste nicht, was ich noch tun kann. Alles natürlich dumm, jetzt kann ich das nicht richtig... Ah, ja, ich kann nur einen Sprinkler setzen. Ich versuche den einigermaßen mittig zu setzen und dann gucken wir, was passiert. Ja. Machen wir so. Müssen wir halt schnell jetzt durchkommen, dass die Herzen jetzt noch möglichst viele da sind. Und eigentlich sollte die Pretty Flyer auch ein bisschen noch was tun können. Na, die ist ja auch jetzt nicht ganz unnütz. Muss halt jetzt schnell durchkommen, dass wir hier nicht jetzt ewig rumwursteln, dass die Herzen sich nicht abladen. Sehr schön, da kommen jetzt noch mal was raus. Okay, moin. Denk da, wo ich es hingelegt habe, ist es ganz passend. Und Herz müssen wir jetzt halt schauen, dass wir die möglichst viel einsammeln und aufladen und gucken, was passiert. Und ich denke aber, mit den ganzen Viechern hier müsste eigentlich herzenstechnisch ganz gut möglich sein. Na, das ist genau, was ich meinte hier. Zack, zack, zack. Passt. Oh, wir machen aber, oh, wir machen böse wenig Schaden. Eieieiei. Ah, das wird ein Wettlauf mit der Zeit. Weil ich die Herzen nicht... Ich lade die Herzen nicht schneller auf, als ich sie verliere. Ja, das ist kritisch. Ja, das ist kritisch. Scheiße. Ja, wir machen nicht genug Schaden. Ah, das ist blöd. Wir machen nicht genug Schaden, meckert er und hat das Buch nicht mitgenommen. Wahrscheinlich hättet ihr das Buch mitgenommen an meiner Stelle, ne? Wahrscheinlich hättet ihr das Buch mitgenommen. Ich meine, drei Herzen werde ich immer behalten. So, drei Herzen gehen dann nicht mehr zurück. Darauf muss ich mich verlassen. Dass ich die nicht verliere und die anderen immer wieder schön aufladen kann. Und halt auf der Basis dann kämpfe. Aber oh, das wird ein langer Kampf. Holy shit. Versuchen wir erstmal hier ganz viele Herzen zu generieren. Ja, sehr schön. Ein langer Kampf ist ja okay, wenn er zumindest dann funktioniert. Und wir haben ihn gerade mal zur Hälfte. Oh Gott. Ah, so ausdauernd bin ich doch wieder nett.
Nein! Okay, jetzt kommen wieder die Viecher. Was an sich ja gut ist. Alles wieder schön, viele neue Herzen bedeutet. Ich muss nur auch einsammeln. Und da sind. Ah, mein Gott, ich hab's nicht erwischt. Oder nicht so viele zumindest. Aber ich meine, bisher funktioniert es zumindest. So, wir kriegen ihn down. Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen aufpassen auf die Bomben. Also die erste Phase, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der zweiten Phase ist, ob es da viele Möglichkeiten gibt, an Herzen ranzukommen. Das könnte ein bisschen kritisch werden. Ich würde mir jetzt erstmal auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit nutzen und Herzen sammeln. Sehr gut. Das ist, was ich meine. Ich bin direkt wieder voll. Das ist, was ich meine. Wir haben volle Herzen. Naja, fast volle Herzen. Nicht ganz volle Herzen. Aber das ist genau, was ich meine. Solange wir das halt hinkriegen, immer uns wieder auffüllen, passt ja die Geschichte. Das dauert zwar alles 3 Jahre, aber wir füllen uns halt immer wieder auf. Das müsste dieses Lethal Hacks-Ding sein, dass eben, wenn ich in Gegner reinrenne, dass dann halt, wenn ich dir dabei kaputt mache, dass das Herzen gibt. So. Erste Phase ist down. Lädt sich jetzt nochmal was auf? Ich glaube nicht. Nein, das geht einfach in nahtlos weiter. Okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Türen reinrenne. Und ich muss vor den Steinen aufpassen, wenn er da Müll macht. Kann jetzt überhaupt noch Sachen spawnen, die Herzen geben? Das ist halt die Frage. Weil wenn er das nicht mehr kann, wird es kritisch. Er springt. Jetzt kommt das Steinzeug. Okay, einfach ausweichen. Ne, also er spawnt bisher nichts, was Herzen gibt, ne? Ah, direkt in mein Gesicht, du Arsch. Das ist blöd, er spawnt nichts, was Herzen gibt. Also wenn ich bei den 3 Herzen bin, muss ich böse aufpassen. Und ich werde automatisch bei den 3 Herzen landen. Das ist mein Problem. Also ich muss wirklich jetzt gut ausweichen gleich. Ich kriege keine Herzen mehr zurück. Scheiße. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Der ist die Bombe da. Fällt mir nicht. Mann. Wie soll... Oh mein Gott, wie soll man der Kacke denn ausweichen? Wo ist er? Komm mal mehr in die Mitte, dass du mehr Schaden nimmst. Nee, nicht ich, du. Nein! Scheiße. Okay. Ah, mit dem Buch wäre das nicht passiert. Mit dem Buch hätte ich ihn, glaube ich, gekriegt. Okay. Ja, okay. 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 Aber ihr seht, was ich meine. Grundsätzlich funktioniert es ganz gut mit Maggie, wenn man nicht... Es war jetzt... Ich glaube, ich habe mich zum Schluss falsch entschieden, als ich mich für den... Ich habe nicht bedacht, dass ich den Sprinkler ja nicht hier mehrfach einsetzen kann. Ich habe jetzt ja kein Item gehabt, was den zwischendurch auflädt. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Das war...
Ja. Das war ein bisschen doof. Na gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.